Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend hier bei uns im AGCare Workshop. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Workshop und ich freue mich, wieder hier zu sein nach den 2 Wochen Urlaub, die ich hatte, die ich genossen habe. Und ja, eventuell höre ich mich auch ein bisschen lädiert an. Ich hatte vorgestern am Samstag eine Erkältung erwischt. Ein bisschen Husten, Schluckprobleme, Heiserkeit, ne, was alles damit dazugehört. Aber mit AGCare bin ich sehr gut zurechtgekommen, sodass ich heute Abend hier den Workshop für Sie leiten kann. Das wäre ja auch gelacht, wenn man da Urlaub hat und dann nach dem Urlaub zurückkommt und dann krank ist. Das ist ja total blöd für die eine und auch für die andere Seite. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir hier eine Lösung haben, die ich auch gut nutzen konnte. Ja, erstmal nochmal herzlich willkommen und ich freue mich, dass Sie hier sind und ich begrüße auch diejenigen, die sich die Aufzeichnung anschauen vom Workshop, das im Nachhinein tun. Sie können ja auch selbst, die jetzt im Live-Workshop sind, auch sich die Aufzeichnung anschauen, nochmal erleben, was wir hier erzählt haben, auch die Fragen. In der Aufzeichnung ist es ja möglich, die Fragen nochmal zu beantwortet zu bekommen, nochmal das durchzugehen, falls das ein oder andere unklar gewesen ist. Das steht Ihnen ja 10 Tage nach Aufzeichnung, steht Ihnen das ja zur Verfügung. Und danach haben wir auch den Teil des Workshops mit unseren Vorträgen. Die legen wir auf unserer Website ab und die können Sie auch dort ebenfalls aufrufen, um sie auch nochmal nachzuempfinden. Sie sind mit Stichworten versehen und dann könnte man danach suchen, nach dem Stichwort oder nach dem Datum beispielsweise. Ja, wie genau, ich finde es sehr schön, dass Sie hier sind und ich bedanke mich auch natürlich bei meinen Eltern. Ich bedanke mich bei euch für eure Unterstützung, auch im Speziellen bei meinem Vati, dass es möglich war, dass ich so lang auch, also die 2 Wochen im Urlaub sein konnte und du hier meine und deine Aufgaben übernehmen konntest. Und das ist nicht selbstverständlich, bei uns zum Glück ja. Und deswegen nochmal ganz lieben Dank dafür. Achtung, wichtiger Hinweis, diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und jetzt will ich auch erstmal schauen im Chat, ob mir schon jemand was geschrieben hat, bezüglich, ob ich gut zu hören bin und zu sehen bin. Bild und Ton super, Dankeschön. Dann können wir hier weiter fortführen. Ja, Sie freuen sich vielleicht, dass Sie mich gut verstehen können. Ich freue mich, dass Sie mich gut verstehen. Das war gestern noch nicht der Fall, sage ich Ihnen. Daher möchte ich Ihnen hier einmal mitteilen, welche Maßnahmen ich ergriffen habe, welche Anwendung ich durchgeführt habe. Ich bin dabei intuitiv vorgegangen, was ja der große Vorteil von AGCare ist. Wir können gegen die vermuteten vorhandenen Mikroorganismen vorgehen, um sie zu eliminieren. Ja, das Ganze hat angefangen bei mir mit leichten Schluckbeschwerden, auch ein bisschen Halsschmerzen. Da waren meine ersten Anwendungen, die ich durchgeführt habe. A117, grippaler Infekt. Und aufgrund der Schluckbeschwerden auch die Anwendung A420 Streptococcus pyogenes, HC. Das sind ja die Erreger, die zum Beispiel bei einer Angina mit dabei sind, aber auch bei einer Nasennebenhöhlenentzündung. Also alles, was in den oberen Atemwegen die Infektion betrifft, da sind die mit betroffen und beteiligt. Deswegen waren das meine ersten Griffe. Und weil dann der Husten dazu kam, habe ich die Anwendung A43 Bronchitis und A182 Laryngitis habe ich mit hinzugefügt. Und diese beiden habe ich jetzt pro Tag 2-mal durchgeführt, einschließlich heute. Also das wäre dann mit Samstag, wären das dann 3 Tage.
Natürlich habe ich auch noch weitere Maßnahmen ergriffen. Wir haben Fenchelhonig hier, Spitzwegerich, Hustensaft, Efeu-Extrakt, also Prospan heißt ja der Mittelname, Salbei-Bonbons habe ich gelutscht. Also das ganze gute Zeug, was man so zu Hause hat, also was wir zu Hause haben zumindest. Und das Ergebnis nach 2,5 Tagen können Sie hier gut hören. Und was heißt das jetzt, wenn ich sage, ich bin intuitiv vorgegangen? Vielleicht fragt sich das der eine oder andere und dann gehe ich darauf jetzt ein. Das ist gleichzusetzen mit dem Vorgehen auf Verdacht. Hierbei, wenn wir, werden diejenigen Anwendungen angewendet, um die vermuteten Mikroorganismen zu eliminieren. Von manchen haben Sie vielleicht gehört, also siehe Streptococcus pyogenes eventuell. Oder sie vermuten den Zusammenhang, weil sie eine Diagnose auch vermuten. Das sind ja die Herangehensweisen, also grippaler Infekt. Das könnte ja eine Diagnose sein. Also das ist das, was man vermutet. Oder auch die Beteiligung von Coronaviren oder der Zusammenhang mit den Spike-Proteinen, dass man von Shedding betroffen ist. Das sind alles Vermutungen. Und hier haben wir ja die Möglichkeit, mit AgilCare gegen diese hier betreffenden Mikroorganismen vorzugehen. Es kann ja auch sein, zeigt sich ein Symptom, also Halsschmerzen zum Beispiel in meinem Fall. Und Sie können dann die entsprechenden Anwendungen durchführen, um die vermuteten Mikroorganismen, vermuteten vorhandenen Mikroorganismen hier zu eliminieren. Ja. Bei der Frage, welches wäre denn jetzt das richtige, die richtige Anwendung, was sollte ich denn machen und so weiter, da müssen Sie sich auch nicht scheuen, uns zu kontaktieren. Das können Sie gerne. Das können Sie gerne machen zu unseren normalen Servicezeiten. Telefonservice haben wir Montag bis Freitag zwischen 9 und 10 Uhr. Und das heißt, Sie rufen zwischen 9 und 10 Uhr, können Sie hier diese Nummer anrufen. Ich habe sie nochmal eingetragen, weil es eventuell, da gab es noch mal Rückfragen zur Nummer. Also hier diese Telefonnummer rufen Sie an. Die ist auch immer für den Telefonservice freigeschaltet. Das heißt also, wir kriegen das hin, dass wenn Sie diese Nummer anrufen, dass immer jemand zum Telefonservice zu diesen Zeiten erreichbar ist. Ja, Sie können ein Ticket hinterlassen. Das Ticket erzeugen Sie auch, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben an die E-Mail-Adresse support@ulrich-mtc.de. Da erzeugt sich automatisch ein Ticket. Also Sie müssen nicht auf unsere Seite gehen, wo Sie ja oben den Link sehen, um dort ein Ticket zu erstellen. Nein, Sie können auch uns eine E-Mail schreiben. Das macht es auch leichter, wenn Sie uns eine Datei mit anhängen möchten. Da schicken Sie uns das an diese E-Mail-Adresse. Also diese Möglichkeiten gibt es. Und wichtig ist es, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, Sie verstehen, dass es keine falschen AgilCare-Anwendungen in dem Sinne gibt. Es kann höchstens sein, dass die vermuteten beteiligten Mikroorganismen nicht vorhanden sind. Und das ist aber für Sie nicht gefährlich. Die Frequenzen werden in dem Fall schadlos durch Ihren Körper geleitet. Hier könnte man sich noch eine Art, ja, Überprüfung oder Bewertung vorstellen, wo man herausfinden könnte, hat mir diese Anwendung gut getan zur Verbesserung meiner Lebensqualität? Und hier arbeiten wir bereits daran, ein Gerät oder ein Verfahren zu entwickeln. Da sind wir noch nicht so sicher, wie sich das herausstellt. Aber wir sind dabei, was zu entwickeln, um eine solche Überprüfung zu ermöglichen. Also da dürfen Sie gespannt sein, was sich da aus unserer Richtung dann weiterentwickelt. Ja, wir sind, wie gesagt, hier für Sie da. Sie wissen ja, wir erhalten vielfältige Rückmeldungen von Anwendern, die erfolgreich mit AgilCare vorgegangen sind. Und somit können Sie uns immer ansprechen, entweder während des Telefonsupports, wie gesagt. Und hier habe ich Ihnen, wie gesagt, auch die Zeiten eingetragen. Und auch während des Tickets haben wir hier die Möglichkeit, dass Sie uns das beschreiben. Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung und auch Ihrer Rückmeldung an Sie, an uns, von Ihnen an uns, können wir Sie hiermit auch sehr gut
unterstützen beim Einsatz von AgriCare zur Verbesserung ihrer Lebensqualität. Und eine solche Rückmeldung darf ich Ihnen hier auch im Workshop darlegen. Eine Rückmeldung, die uns und auch diejenige sehr gefreut hat, weil hier jemandem geholfen werden konnte, der jahrelang Schmerzen empfunden hatte und weil die Verbesserung schon nach sehr kurzer Zeit eingetreten ist. Das hat uns auch sehr gefreut. Es handelt sich um eine Frau, die schon jahrelang Hüftschmerzen hatte und starke Schmerzmittel eingenommen hatte. Und sie hatte, diese Schmerzen hatten sich allerdings aufgrund der, in Anführungszeichen, Impfung noch mehr verstärkt. Und es wurde versucht, den Großteil der Schadstoffe der eingebrachten Pseudoimpfung zu entgiften, was auch wohl gelang, da eine Zeit lang auf Schmerzmittel verzichtet werden konnte. Also eine Zeit lang bedeutet etwas mehr als 6 Monate. Danach verstärkten sich die Schmerzen wieder. Und die Anwendungen, die ich Ihnen hier auf dieser Folie aufgeschrieben habe, die empfohlen worden sind, lauten C738 Hüftschmerzen und A371 Chlamydia Pneumonie. Sie sehen es ja hier auf der Folie. Das sind die Anwendungen, die durchgeführt worden sind. Einmal jeweils. Und diejenige Betroffene schrieb dann an die professionelle AgriCare-Anwenderin, sie wäre ein Engel, die Schmerzen wären ohne Schmerzmitteleinnahme verschwunden. Und wir gratulieren hier dazu, zu diesem schnellen, sehr, sehr guten Ergebnis. Und wir denken auch, dass es hier Engel sind, die mit uns hier weilen. Das meine ich natürlich scherzhaft. Wir sind hier bei unserer Empfehlung einmal symptomatisch vorgegangen. Also Sie sehen hier die Anwendung Hüftschmerzen. Und zum anderen aufgrund unserer jahrelangen Erfahrungen, die uns da lehrte, dass hierbei auch ganz übliche Verdächtige beteiligt sind, nämlich die Chlamydia Pneumonie, weswegen wir diese zweite Anwendung hier empfohlen haben. Also insgesamt ein wundervolles Ergebnis und schön, dass es auch solche Engel gibt. Und vielen Dank an Sie, die den Betroffenen mit AgriCare helfen und sie unterstützen. Also, Dankeschön. Als nächstes habe ich was vorbereitet für Sie. Was unterreichen sehr, sehr viele Fragen bezüglich der Anwendung der Automation. Und eventuell ist es auch was, was Sie interessiert, die Sie hier im Workshop dabei sind oder die Aufzeichnung sich anschauen. Und ich werde mal jetzt meinen Bildschirm teilen für Sie. Und zwar teile ich Ihnen hier mein AgriCare-Programm. Gehe mal hier rüber auf den Gesamtkatalog. Da sehen Sie schon hier Laryngitis, Kehlkopferkrankung. Ich mache das mal weg. Dann haben wir hier das Startbild, was Sie auch alle bei sich sehen, wenn Sie das Programm AgriCare öffnen. Und beispielsweise an dem letzten Reiter hier ganz aus, man sieht es nicht, dass meine Maus hier da drauf ist, aber ich gehe da einfach mal rauf. Einstellungen heißt das. Da können Sie auch immer überprüfen, hier bei Version, das ist das zweite von oben, welche aktuelle Version Sie bei sich installiert haben. Das war auch nochmal eine andere Frage. Woran sehe ich denn, welche Version ich installiert habe? Ja, Sie öffnen das Programm und schauen dann hier auf dem letzten Reiter nach. Version 8.3.2 habe ich hier installiert und nutze es. Und das wollte ich Ihnen nochmal kurz zeigen. Ja, es geht um Automationen hier in meiner Darstellung. Und das ist der vorletzte Reiter, beziehungsweise der dritte von links. Sie sehen, ich habe noch gar keine Automation eingestellt, beziehungsweise alle gelöscht. Wir gehen wie folgt vor. Sie wissen, die Automationen bilden sich aus den Favoriten. Das heißt, die Anwendungen, die wir in unsere Automationen hinein programmieren möchten, diese Anwendungen, die müssen zuvor als Favorit dargestellt sein. Ich gehe mal hier auf den Reiter Favoriten. Da sehen Sie ein paar wenige. Und Sie können hier
Ich glaube, die Anzahl ist 36 oder 32. Also es ist schon eine ganze Anzahl an Anwendungen, die Sie hier als Favoriten deklarieren können. Ich weiß, es ist immer nie genug, aber irgendwo gibt es das Ende und ich glaube, das ist 36 oder 32. Darauf will ich gar nicht eingehen, aber darauf, wie Sie zu diesen Favoriten kommen. Sie gehen in den Gesamtkatalog und schauen sich an, suchen sich eine Anwendung. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das hier schon eingetragen habe, ist egal. Arteriosklerose beispielsweise. Und dann, wenn ich diese Anwendung hier doppelt anklicke, doppelt anklicken heißt, sie ist hier blau hinterlegt. Und hier oben sehen Sie einmal die Zeit von der Anwendung und hier in dem gelben Feld, blassgelben Feld, sehen Sie den Namen der Anwendung inklusive des Codes hier vorne dran. Das ist der Zustand, wenn Sie die Anwendung auswählen. Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, es sofort zu starten und aber auch zu Favoriten hinzuzufügen. Und das machen wir jetzt mal. Sie sehen, das Feld verschwindet hier. Und dann gehen wir uns mal das anschauen in den Favoritenliste. Ein Ort weiter, sehen Sie da, ich habe es wirklich schon mal. Aber das ist jetzt egal. Also wir haben die Anwendung A21, Arteriosklerose, die befindet sich hier in unserer Favoritenliste. Ich klicke es einmal an. Sie sehen, es ist hier blau, aber hier oben steht noch nichts. Ich klicke es jetzt doppelt an, also nicht nur zweimal, sondern doppelt hintereinander mit der Maus. Dann finden Sie auch wieder hier, wie vorne im Gesamtkatalog, die Angabe der Zeit der Anwendung und auch die Angabe A21 mit dem Code und die Arteriosklerose, Name der Anwendung. Und Sie sehen jetzt hier, das war vorher etwas blau, grau hinterlegt, blassgrau hinterlegt. Sehen Sie hier die Möglichkeit, es der Automation 1, 2, 3 oder 4 zuzuordnen. Wir haben ja vorhin gesehen, meine Automationen sind alle leer. Das heißt, für mich ist es jetzt erstmal egal. Wenn Sie schon Automationen gebildet haben, dann suchen Sie sich einfach eine Automation, wo Sie diese Anwendung hinzufügen möchten oder leeren eine Automation oder haben eventuell eine leere Automation, wo Sie eine neue Automation aufbauen möchten. Mit zum Beispiel der Anwendung A21 Arteriosklerose. Wir haben diese Anwendung jetzt doppelt hier angeklickt. Sie sehen, hier oben steht das nochmal drin. Auch hier können Sie jetzt hier, ich mache mal kurz einen Zwischenschritt, Sie könnten auch von hier aus diese Anwendung starten. Aber wenn wir uns eine Automation bauen möchten, programmieren möchten, dann ist es wichtig, dass wir jetzt hier dies in einer Automation zuordnen. Da ich noch keine habe, mache ich einfach mal Automation 1. Sofort switchen wir von dem Favoritenfenster in das Automationfenster. Sie sehen auch, es hat sich ein bisschen geändert, die Anzeige. Sie sehen jetzt hier die Automationen untereinander und Sie sehen bei der Automation 1, dort habe ich jetzt diese Anwendung hinzugefügt. Dort sehen Sie jetzt einmal diese Anwendung. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Sie wissen, wir sagen, Ihnen empfehlen und Ihnen auch immer, manche Anwendungen auch doppelt hintereinander durchzuführen. Und da haben wir hier eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wenn wir die Automation programmieren, einfach dieselbe Anwendung. Sie sehen, ich habe es wieder doppelt angeklickt, damit wir hier oben die Zeit und den Namen stehen haben und füge sie derselben Automation gleich hinten dran nochmal an. Und Sie sehen jetzt hier, indem sich dieses Feld automatisch öffnet, dieses Fenster, sehen Sie zweimal hintereinander die Anwendung Arteriosklerose. Das heißt, wenn Sie dann diese Automation starten, dann wird diese Anwendung ohne Pause zweimal hintereinander durchgeführt, also doppelt so lang. Hat für Sie den Vorteil, Sie müssen nicht nach einer Anwendung wieder nur von neuem starten und können eventuell dann sich noch weiter entspannen dann während dieser Zeit. Wenn wir über Arteriosklerose sprechen, dann müssen wir auch immer über Chlamydia pneumoniae sprechen. Ich habe sie jetzt hier in meinen Favoriten schon eingetragen, die Anwendung. Also Sie sehen hier Chlamydia pneumoniae. Ich habe es jetzt einmal nur angeklickt, damit Sie nochmal den Unterschied sehen. Sie sehen hier oben ist immer noch die Anwendung Arteriosklerose aktiviert. Und erst wenn ich diese Anwendung Chlamydia pneumoniae, also diese Anwendung, welche ich in der Automation hinzufügen möchte, wenn ich diese mit dem Doppelklick betreue, also jetzt doppelt anklicken, dann ändert sich auch hier, und zufälligerweise ist das dieselbe Anwendungszeit, ändert sich aber hier der Code und der Name und wir wissen, wir haben jetzt diese Anwendung ausgewählt. Auch die könnten wir jetzt von hier aus starten oder wir
fügen sie eben unsere Automationen zu. Und Sie sehen, jetzt haben wir hier in der Automation 1 haben wir drei Anwendungen, die hintereinander weg ablaufen können. Wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, von der Zeit her 90 Minuten, 100, also das sind ein paar Minuten. Wir können, um die Automation zu starten, hier oben auf das blaue Feld, auf die blaue Schrift Automation doppelt anklicken. Muss man nämlich nicht im Kopf rechnen, sondern findet hier schon die Angabe, insgesamt die Zeit, die diese Automation jetzt schon hat, sind fast 2 Stunden. Und in der Automation 1 laufen die Anwendungen ab und da sind jetzt einfach der Einfachheit halber nur die Codes angegeben. Und hier haben wir die Angabe, also A21. A21 läuft also 2-mal hintereinander ab und A371 dann als drittes. Und ich gucke mal, ob ich das starten kann. Ich starte das mal, damit Sie das sehen, wie das sich aussieht. Das ist jetzt gestartet. Hier steht auch, die Anwendung ist gestartet. Und Sie sehen, wie hier der Zähler der Zeit abläuft. Ja? Sie haben hier noch keinen Fortschrittsbalken bei den, bei den Prozentangaben, weil eben die Zeit entsprechend lang ist. Das sind fast 2 Stunden. Die Automation können bis zu 3 Stunden eingetragen werden. Dann ist allerdings Schluss, da warnt Sie aber unser Programm und sagt, jetzt habe ich immer genug, da können Sie keine weitere Anwendung dieser Automation hinzufügen. Sie könnten dann diese Anwendung, wenn Sie auch durchführen möchten, dann in einer weiteren Automation eintragen. Aber hintereinander weg ist die längste Zeit 3 Stunden oder 7 Anwendungen. Und ich denke, da kommt man sehr gut zurecht mit den Anwendungen, um die hier einzutragen. Sie sehen, wir haben jetzt schon eine Weile gewartet. Hier ist immer noch 0%, aber Sie sehen an der Zeit, die läuft ganz langsam herunter. Ah, jetzt haben wir 1% erreicht. Also manchmal dauert es etwas länger, bis dann hier der Fortschrittsbalken sich zeigt in der Entwicklung. Und Sie haben hier auch immer die Möglichkeit, eben zu pausieren. Das mache ich jetzt nicht, weil ich würde das gerne dann beenden. Aber Sie wissen, in der Pause haben Sie 5 Minuten Zeit, dann eventuelle Erledigungen zu machen, die in der kurzen Zeit möglich sind und nötig sind, um dann wieder mit AgileCare zu starten. Beziehungsweise das Programm startet von sich aus. Also, aber da auch sehen Sie auch die Zeit, die dann abläuft, bis dann die Pause zu Ende ist. Ich kann also das Ganze jetzt hier beenden und bekomme hier noch die Möglichkeit, also die Information, Sie haben abgebrochen und kann dann auf OK gehen. Dann öffnet sich automatisch der Gesamtkatalog, aber das, was wir vorher gemacht haben, die Automationen, die eingetragen sind, die Favoriten, die eingetragen sind, die bleiben Ihnen erhalten und die bleiben Ihnen auch erhalten, wenn Sie jetzt ein Update durchführen, also ein neues Setup speichern, dann bleiben Ihnen diese Favoriten erhalten. Favoriten und Automationen bleiben Ihnen erhalten. Und aus dem Gesamtkatalog können Sie dann eben entsprechend neue Anwendungen hinzufügen. Wir haben hier eine ganze Menge hinzugefügt. Hier hinten dran, ich scroll mal ganz runter. Da ging es letzte Woche um die Trichomonas vaginalis. Die kann ich auch wieder doppelt anklicken. Und Sie starten oder zu den Favoriten hinzufügen. Und siehe da, wir haben sie hier bei den Favoriten eingetragen. Und wir haben jetzt gerade geschaut, in der Automation wäre ja noch ein Platz frei. Oder mehrere Plätze frei, auch von der Zeit her wäre noch Platz. Also ich kann jetzt hier auch doppelt anklicken. Sie sehen hier vorne die Zeit nochmal angezeigt, den Code und auch den Namen. Das ist das wichtige Erkenntnis, das wichtige Kennzeichen, woran Sie erkennen, dass Sie diese Anwendung ausgewählt haben. Wenn Sie nur einmal mit der Maus klicken, dann haben Sie diese Anwendung nicht ausgewählt. Sie sehen, da ist nur der blaue Streifen. Claudia, bitte teile den Bildschirm. Diese Anwendung in der Liste. Das kann Ihnen auch im Gesamtkatalog passieren. Also dann klicken Sie, dann haben Sie zum Beispiel, geben Sie ein, Anwendung, vielleicht mit dem Code ALT beginnt das. Sie sind sich nicht ganz sicher oder sind sich sicher. Und
Wenn Sie nur einmal mit der Maus klicken, haben Sie diese Anwendung noch nicht ausgewählt. Erst doppelklicken und dann finden Sie dann diese Anwendung ausgewählt, weil hier oben in dem blassgelben Feld dann der Name der Anwendung steht. Sie können es auch wieder zu den Favoriten hinzufügen. Und auch hier ist es notwendig, dass wir die Anwendung, die wir durchführen wollen oder in eine Automation eintragen wollen, dass die doppelt angeklickt werden wird. Und doppelt anklicken heißt, Sie sehen dann hier oben den Namen und die Anwendung. So, und jetzt könnte man das hier noch zur Automation hinzufügen. Und Sie sehen, jetzt haben wir hier das auch nochmal erfolgreich zugefügt. Doppelt klicken, wie gesagt, auf das Wort Automation 1. Beziehungsweise, wenn Sie in Automation 2, ich mache mal ein paar Anwendungen in die Automation 2 hinein. Und ich hoffe, es war jetzt nicht zu schnell. Ich mache das mal nochmal langsamer. Entschuldigen Sie bitte. Also, jetzt haben wir gerade hier Bronchitis, die Anwendung. Ich habe sie doppelt angeklickt. Da sehen Sie hier den Code A43 Bronchitis und habe mir ausgedacht, ich kriege gerade die Information, dass ich den Bildschirm nicht geteilt habe. Jetzt muss ich nochmal zurückgucken zu Ihnen. Also ich sehe, jetzt sieht man den Bildschirm. Habe ich nochmal Rückmeldung erhalten, ob man den Bildschirm jetzt sieht? Ah, danke schön, Carola. Es tut mir leid, jetzt werden wir das alles nochmal machen, damit Sie das nochmal sehen, was ich auch Ihnen schon eigentlich gezeigt habe. Es tut mir leid. Ich bin dann natürlich auf dem anderen Bildschirm und dann sehe ich leider nicht, dass Sie mir schreiben. Dankeschön, Fatih, dass du mir das gesagt hast, dass ich hier nicht ganz zu sehen bin. Okay, gut. Wir probieren es nochmal. Und ja, wir waren jetzt dabei. Ich will Ihnen das nochmal zeigen. Ich hoffe, das funktioniert. Hier die Automation ist eingetragen worden. Ich habe darüber gesprochen, dass wir diese Automation eingetragen haben. Ich mache das jetzt einmal so, dass ich diese Automation komplett lösche. Einmal doppelt anklicken und dann löschen der Automation. Und dann sagen wir ja dazu. Dann führe ich es Ihnen nochmal vor. Also wir haben die Anwendung A21 Arteriosklerose. Und hier ist es wichtig, dass Sie sie doppelt anklicken. Und dann, wenn Sie es doppelt angeklickt haben, sehen Sie hier einmal vorne die Zeit. Davon sprach ich. Und Sie sehen in dem blassgelben Feld die Anwendung A21 Arteriosklerose und fügen Sie diese Automation 1 ein. Und was ich noch erklärt hatte, ist, dass wenn wir diese Anwendung doppelt eintragen in die Automation, das heißt noch einmal hier ausgewählt A21 Arteriosklerose in die Automation 1, da sehen Sie sie, sie sind direkt hintereinander und sie laufen hintereinander weg ab, wenn Sie diese Automation starten. Dazu gehört noch die Anwendung Chlamydia pneumoniae. Wieder doppelt anklicken. Also wie gesagt, wenn Sie nur einmal anklicken, dann ist die Anwendung nicht ausgewählt. Erst wenn Sie sie doppelt angeklickt haben, erscheint hier der zugehörige Name zu der Anwendung inklusive des Codes hier oben im blassgelben Feld. Und Sie können hier das in die Automation eintragen. Und dann ist es so, dass es eben diese drei Anwendungen sind. Wenn Sie dann die Automation fertig programmiert haben für sich, da haben Sie, wie gesagt, die Möglichkeit, entweder maximal 7 Anwendungen in die Liste einzutragen oder 3 Stunden maximal. Dann, also das müssen Sie nicht unbedingt ausnutzen, aber das ist die Obergrenze pro Automation. Dann können Sie hier auf Automation doppelt klicken, auf dieses blaue Wort Automation 1. Scheuen Sie sich nicht, das ist wie ein Schalter. Klicken Sie da doppelt drauf. Und Sie sehen hier die Gesamtzeit der Automation. Sie können auch nochmal dann schauen,
Das ist das, was ich möchte. Dann Automation 1 läuft ab mit den Anwendungen A21, A21 und A371. Und Sie können es hier, wie gesagt, starten. Und was ich noch demonstrieren wollte, war die Geschichte, dass eben hier, wenn ich nur einmal auf diese Anwendung klicke, das geht hier in den Favoriten nicht und auch nicht im Gesamtkatalog. Sie sehen, wenn ich nur einmal anklicke, dann ändert sich nur hier meine blaue Markierung. Aber erst, wenn ich dann die Anwendung doppelt anklicke, wird sie für mich aktiviert. Das heißt, hier oben im blassgelben Feld sehen Sie die Anwendung C489 und die Anwendung heißt Feindseligkeit Hund Katze. Die können Sie dann den Favoriten hinzufügen und dann eben von hier aus wiederum doppelt anklicken. Einmal anklicken reicht nicht, doppelt anklicken. Dann haben Sie sie auch wieder hier ausgewählt und können Sie dann einer Automation hinzufügen. Also jetzt haben wir hier schon drei Automationen bzw. Anwendungen in drei Automationen eingetragen. Und wenn ich hier jeweils auf die blaue Schrift, wie so ein Schalter oder wie so ein Link, klicke, dann sehen Sie hier oben die Gesamtzeit der Automation, die momentan da programmiert ist und eben welche Anwendungen da hintereinander ablaufen. Und man könnte sie von hier aus starten. Ich starte sie jetzt nicht. Ich glaube, das war vorhin der Fehler, dass ich es gestartet habe und dann hat sich das hier übertragen. Gut, ich hoffe, dass das für Sie eine hilfreiche Demonstration war, wie Sie mit Automationen umgehen, wie Sie eventuell da welche erstellen, wie Sie auch dann sonst mit dem Gesamtkatalog umgehen, Favoriten und so weiter. Das sehen Sie hier. Und dann habe ich hier einmal das beendet und kann wieder zu Ihnen zurückkommen. Da sehen Sie mich. Ich hoffe, das war jetzt für Sie ganz hilfreich. Dann bin ich noch nicht ganz fertig. Fast, aber noch nicht ganz. Und habe hier nochmal eine Folie für Sie. Und zwar geht es um Ihre Rückmeldung an uns und darum, wie wir das wertschätzen. Ihre Rückmeldung schätzen wir sehr viel wert. Die Empfehlung zur Verbesserung der Lebensqualität. Wir unterstützen Sie dabei beim Einsatz von AgilCare und Sie können uns unterstützen, indem Sie dann AgilCare an Anwender weiterempfehlen, die eben dann AgilCare für sich, für die Verbesserung ihrer Lebensqualität, aber auch für die Verbesserung der Lebensqualität ihrer Lieben und Nächsten einsetzen möchten. Inzwischen haben wir ja auch eine gute Anzahl von Therapeuten und Heilpraktikern, auch Ärzten, die AgilCare in ihrem Angebotsrepertoire anbieten. Und uns erreichen auch immer wieder Fragen von Anwendern, welche nach einer Möglichkeit suchen, AgilCare so zu nutzen zu können. Also bei den professionellen Anwendern, so ist das richtig, also die Therapeuten, Heilpraktiker. Und wir dürfen das leider nicht als Hersteller, solch eine Datei oder Kartei dürfen wir leider nicht führen. Das ergibt sich nur, unser Wissen ergibt sich nur aus dem Gespräch heraus, wenn wir dann miteinander uns austauschen. Wir empfehlen immer, diejenigen über das Internet zu suchen, wo dort hoffentlich auch AgilCare von denjenigen im Angebot aufgeführt ist. Vielleicht steht auch das Verfahren nur dabei, nicht AgilCare im Speziellen, also elektromagnetische Frequenzen. Schauen Sie einfach mal danach. Und wie gesagt, wenn sich diejenigen noch selbst ein Gerät für sich oder eine Gemeinschaft kaufen und das auch in unserem Shop, so freuen wir uns sehr, Ihnen als Empfehler die Tippprovision für Ihre Empfehlung auszuzahlen. Vielen lieben Dank und vielen lieben Dank, dass Sie bis jetzt geblieben sind beim Vortrag, auch wenn Sie
dann teilweise meinem Krächzen folgen mussten und noch nicht mal was gesehen haben. Das tut mir sehr leid. Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen und bedanke mich auch recht herzlich schon mal bei meinen Eltern, dass ihr die Beantwortung der Fragen schon vorbereitet habt und wir hier dies gemeinsam dann